Ich wurde von ganz vielen Kunden gefragt, habt ihr den Titan oder Slide-Helm auch mit TÜV? Könnt ihr das irgendwie machen? Wir haben es hingekriegt, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut. Und deshalb möchte ich euch heute die neuen Helme vorstellen. Der Kulthelm, hier sehen wir das Logo, mit ECE 2205 im Kinnriemen eingenäht. Ist super klein geworden, das heißt nicht größer wie der Titan oder Slide-Helm. Hier haben wir sie in drei Größenschalen. Drei kleine, drei mittlere und zwei große Schalen. Das Ganze haben wir hier unten nochmal. Und zwar aus dem Grund, man kriegt jeden Helm in zwei Ausführungen. Man kann ihn mit, ja, gucken Sie mal das Größenlabel an. Hier haben wir einmal XS und M2. Was heißt das? Erkläre ich euch jetzt mal. Wenn ihr den Helm kauft, habt ihr hier eine Größentabelle. Da steht beispielsweise 2XS und M1 oder XS und M2. Das heißt, ihr könnt den Helm mit ECE 2205 fahren, euch die Größe hier aussuchen, beispielsweise 55, 56 cm, oder ihr modifiziert den Helm und tragt ihn in XL. Zeige ich euch jetzt mal. Der Helm kommt. Packen wir jetzt mal aus. Natürlich alle Helme im schicken Helmbeutel. Jetzt haben wir hier mal einen glänzenden. Jeder Helm kommt so mit dem fertig montiert. So ist er getestet und geprüft. Hier haben wir die Größe 2XS. Gucken wir mal rein. Genau. Zu jedem Helm gibt es immer ein zweites Innenfutter. Das haben wir hier drin. Und zwei Ohrpads. Ups. Da haben wir runtergefallen. So, und zwar folgendermaßen. Nehmen wir die beiden. Jetzt nehmen wir mal die beiden Ohrpads raus von der Größe 2XS. Ziehen anschließend das Futter heraus. Und jetzt kommt der Clou. Wir haben eine zweite Innenschale, ein zweites IPS. Das nehmen wir links quer und nehmen es einfach raus. Dadurch erreichen wir, dass der Helm innen größer wird. Dann nehmen wir das mitgelieferte zweite Innenfutter. Legen es erstmal so grob rein. Krempeln es einmal um. Und stecken es hier in die vorgefertigte Ritze rein. Fangen hinten an, schön mittig. Dann krempeln wir hier die Ohrpolster um. Machen wir vorne weiter. Stecken es hier rein. Hier an der Seite, nicht zu vergessen, haben wir noch ein kleines Pad reingebaut. Dann haben wir hier Löcher. Das heißt, man hört ein bisschen was vom Motorrad, man hört ein bisschen Sound, hat ein bisschen Belüftung, natürlich hier durch die äußeren Gitter. Wenn man es ein bisschen leiser haben möchte, steckt man dieses kleine Pad einfach wieder hinein. Hier krempeln wir das Umfutter um, stecken es hinein. Gut, sieht gut aus. Dann nehmen wir die zweiten Ohrpolster mit der Größe M1. Klicken die in die vorgefertigten Druckknöpfe rein. Das Polster hier. Die Polster sind etwas dünner wie die mit originalen 2XS-Polster.
Hier war das M1, richtig. Kurz reingeklickt. Und schon, na, ist der Helm fertig. Alles ein bisschen hingerückt. So, natürlich mit dem altbewährten Doppel-D-Verschluss. Der beste Verschluss überhaupt. Hat den Vorteil, er ist flach, er ist leicht, er drückt nicht am Kinn und man kann ihn während der Fahrt optimal einstellen. Funktioniert folgendermaßen: Wenn er mal geschlossen ist, löst man ihn hier, zieht den Helm hier auf, kurz mal ziehen. Der Kinnriemen ist lang genug, kann ich den Helm so nehmen. Setz ihn auf, nimm die Lasche hier, zieh einmal und klick ihn ein. Zum Lösen einmal hier aufmachen, Kinnriemen nach außen ziehen und das Kinn. Und jetzt haben wir aus dem Helm Größe 2XS eine M1 gemacht. Natürlich super klein, trägt nicht auf. Im Vergleich zum alten Titanhelm oder Slidehelm nehmen wir mal eine kleine Größe. Beide jetzt XS, das ist sogar ein M1, etwas größer. Im Vergleich mal, ich packe nochmal runter. Sogar noch etwas kleiner wie der ursprüngliche Helm, wie der Titan. Jetzt legen wir das Ganze mal auf die Waage. So, jetzt haben wir den Helm, wie wir alle kennen. Das ist der Slide oder Titan, Größe XS. Wir legen mal auf die Waage und er wiegt 701 Gramm. Schon sehr leicht. Jetzt nehmen wir mal den modifizierten Kulthelm. Das gleiche nochmal. Und 659 Gramm. Sensationell. Geschafft war das Ganze. Wir haben neues Material. Das ist ein super leichtes Verbund-Fiebergasmaterial. Extrem bruchfest. Also man kann sie darauf stellen, ist nahezu unzerstörbar. Natürlich sind die etwas größeren Helme ein Ticken schwerer, aber auch nicht viel. Hier machen wir mal vielleicht jetzt den XS mit der Schale M2. Ist unwesentlich größer, trägt genauso wenig auf. Ein super Helm. Und ich hoffe, dass ihr viel Spaß damit habt. Muss ich auch noch zu sagen, wenn ihr den Helm modifiziert, geprüft ist damit natürlich mit beiden Innenschalen. Modifiziert ist eine andere Geschichte. Zumindest das Label ist dran. Wir können nach Italien fahren, ohne Angst zu haben, dass Motorrad beschlagnahmt wird oder sonst was. Ich danke euch fürs Zuschauen und allzeit gute Fahrt. Ciao.